Willkommen, liebe Freunde, zur zweiten Folge von Mario Kart Double Dash. Wir werden hier heute den wunderschönen Bloom Cup fahren. Und zwar mit demselben Team wie auch schon in der Folge davor. Den Bloom Cup natürlich auch in 50cc, damit wir das Spiel von vorne bis hinten durchspielen. Und ja, wir beginnen hier mit der Pilzbrücke. Das ist eins der Wahrzeichen des Pilzkönigreichs. Und ich werde euch hier auch mal wieder alle möglichen Abkürzungen und krassen Sachen zeigen, die ich kenne. Und starten wir dann mal. Für alle, die jetzt erst eingeschaltet haben, hier im Hintergrund übrigens das Schloss, das Königsschloss hier zu sehen. Ich kann hier nicht ganz so geil spielen, weil ich einen gammeligen PC-Controller habe. Aber ja, das sei ja schon alles gesagt, was zu sagen sei. Für alle anderen Infos zu diesem Spiel sollte man sich die erste Folge ansehen, weil ich da die ersten 5-6 Minuten nur über das Spiel gelabert habe und wie geil ich das finde. Aber egal, fahren wir hier auf jeden Fall diese Strecke. Und ich werde in der zweiten Runde anfangen, Geheimwege zu fahren. Hier erstmal der Standardweg. Was macht ihr Wichser da vor mir? Ach verdammt, ich treffe nicht. Okay, natürlich treffe ich mich selber. Es ist schon ein bisschen peinlich, dass sie vor mir sind, weil das die einfachste Schwierigkeit ist. Ich spiele nicht auf Gegner durch. Und hier unsere Special Items kommen zum Einsatz, aber das juckt jetzt nicht. Ich jetzt hier erstmal in der zweiten Runde die Spezialwege zeige. Hier kann man nämlich durchfahren. Und hier eine doppelte Itembox sich sichern. Aber jetzt hier. Oh, perfekt, dass ich hier einen Pilz habe. Das, man kann nämlich hier auch abkürzen, wenn man einen Pilz hat. Und einfach hier wieder auf der normalen Strecke spawnen. Man darf natürlich jetzt hier nicht gegen die Bomben fahren, das wäre nicht ganz so nice. Und es gibt noch eine weitere Abkürzung, die mir bekannt ist. Also mehr oder weniger Abkürzung. Man ist einfach schneller, aber fährt halt so ungefähr denselben Weg. Nämlich wie ihr seht, auf der Brücke. Ich werde jetzt hier locker wegen dem Controller runterfallen. Sieht man halt diese Teile. Ja, ich falle hier runter. Das sitzt aber auch am Controller. Das ist immer noch keine Ausrede. Ich konnte halt die ganze Brücke so weiterfahren und dann hier vorne wieder runterkommen. Und das ist halt toll. Und mein Controller spackt auch ein bisschen rum, deswegen mache ich manchmal richtig komische Moves. Siehe in der letzten Folge in der staubtrockenen Wüste. Okay, es war natürlich jetzt optimal, gegen das Auto zu fahren. Well done, Mark. Aber er schadet nicht allzu sehr, weil ein Vorsprung, der ist nicht mal so groß, fuck. Ich sollte hier auf jeden Fall ungefährdet als Sieger davon kommen. Was waren das gerade für Sounds? Ach, scheiß drauf. Alter! Die Steuerung mit diesem Controller geht mir gerade so auf die Eier. Der reagiert teilweise so spät und ist halt einfach kacke. So, da, wir sind jetzt auch schon hier auf der Zielgeraden. Das Rennen hier haben wir locker easy gewonnen. Welch Wunder. Und da rechts sieht man auch schon Pilz City. Also hat man Pilz City kurz gesehen. Das ist auch noch eine Strecke, die man später fahren wird. Bei Nacht. Sieht sogar auch relativ cool aus. Und wir sind natürlich erst da wie zu erwarten. Und fahren dann mal die nächste Strecke. Nämlich Marios Piste. Hier sehen wir das Schloss, was wir eben von der Pilzbrücke aus gesehen haben. Man kann die Pilzbrücke, soweit ich weiß, leider nicht sehen. Von hier aus. Aber das ist jetzt nicht, auch nicht allzu schlimm. Das ist halt Marios Piste. Kennt man halt aus jedem Mario Kart eigentlich. Da gibt es die. Und auch hier kann man abkürzen an manchen Stellen, aber nur, wenn man einen Pilz hat. Deswegen werde ich das auch nur machen, wenn ich einen Pilz bekommen sollte. Verpiss dich da, Gertro. Dann könnte man nämlich hier zum Beispiel hinter dem Kettenhund einfach durchfahren. Den Pilz. Aber da ich keinen habe, mache ich das nicht, weil man außerhalb der Strecke natürlich langsamer wird. Und ich muss sagen, ich finde einfach jede Strecke hier schön designt. Hier die Piranha-Pflanzen. Die wollen mir natürlich krass ans Leder, aber das werde ich nicht zulassen. Am Ende noch mal ein paar Goombas, die versuchen einen hier davon abzuhalten. Okay. Dankeschön, Pilz, dass du gerade da gewesen bist, wo der Blitz kam. Das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen. Die Goombas, gegen die fährt man eigentlich relativ selten. Außer im Spiegelmodus, wenn man später soweit ist. Da ist es, finde ich, echt hart, nicht gegen die Goombas zu fahren. Aber den Spiegelmodus, dazu werden wir irgendwann auch mal in dieser Let's Play-Reihe hier kommen. Diese ersten drei Folgen werden für euch relativ langweilig zum Zugucken sein. Okay, gerade eine spannende Szene, wo ich von Langeweile rede. Weil ich nämlich hier safe gewinnen werde, weil die Gegner leicht eingestellt sind. Und vielleicht wird auch da nach den ersten drei Folgen nicht mehr allzu viel kommen. Erst einmal, bis ich das mit der GameCube-Controller an den PC anschließen kann. Weil damit spielt es einfach besser. Und dann kann ich das richtig wie am GameCube dann fühlen. Weil die Grafik ist eh der Hammer von diesem Spiel. Wenn man GameCube-Grafik gewohnt ist. Wenn man das hier spielt.
Und das wäre dann für mich einfach das Nonplusultra, das dann noch mit GameCube-Controller hier zu spielen. So, hier krass durchgedriftet. Alter, jetzt würde mich das echt wundern, wenn jetzt keiner darauf ausrutscht, auf den ganzen Bananen, die da jetzt sind. Gucken wir mal rechts auf Yoshi auf der Map. Rutscht er da jetzt gleich aus? Nein. Lol. Der Spaß hier rutscht halt einfach nicht aus. Okay. Jetzt habe ich auf Yoshi geguckt und habe die Items verpasst. Das ist nicht ganz so optimal, aber ist jetzt halt so. So. Wir sind hier schon auf der Zielgeraden. Und da war eine Banane und ich habe es geschafft, da nicht gegen zu fahren, weil ich bosshaft bin. Okay, hier bin ich jetzt aber echt gegen gefahren. Das war nicht ganz so bosshaft. Vielleicht liegt es daran, dass ich nicht bosshaft bin. Ich glaube, ich sollte mich nicht zu sehr loben. Und da sind wir auch schon im Ziel. Die Wolken grinsen mich an, weil die Wolken verstörend sind. Okay, es sind einfach Mario-Wolken. Die müssen einfach grinsen. Und ich mag sie trotzdem. Ist aber auch egal. Wir sind Erster im zweiten Rennen auf Marios Piste. Und dann kommen wir jetzt zu Daisy Stumper, den man auch schon in der ersten Folge von der Peach Beach Strecke, das war die zweite Strecke, der Strand, aus gesehen haben. Auch eine ziemlich schöne Strecke, wie ich finde. Ich finde hier einfach jede Strecke schön. Das werde ich wahrscheinlich auch bei jeder Strecke einzeln noch einmal sagen, aber das will ich jetzt gesagt haben, es ist einfach so. Mit einem Pilz könnte man, also das zeige ich einfach in der zweiten Runde, hier einfach einmal, wie man die Strecke normal fährt. Wieso fängt Yoshi jetzt an zu blinken? Ja, okay, liegt wahrscheinlich am Emulator, was ein Grafikfehler ist. Es sei ihm verziehen, weil das ist das Einzige, was hier bisher schief geht. Und dass die Musik auf einmal weg ist, was für euch hoffentlich nicht der Fall ist, weil ich hoffentlich die Musik irgendwo im Internet gefunden habe und hier reingepackt habe. Ja, das ist ja weg vom Fenster. Es hat einfach die detailreichsten, Mario-typischsten und schönsten Strecken von allen Mario Karts, die ich bisher gespielt habe. Anders kann ich es echt nicht sagen. Ich liebe dieses Spiel. So, zweite Runde, das heißt, ich zeige jetzt in der zweiten Runde alle möglichen Abkürzungen. Ich hoffe mal, dass die jetzt wieder nach hier rollen. Ja, das ist der Fall. Und zwar hier kann man einmal, das macht sich eigentlich nur Sinn, wenn man einen Pilz hat. Hier am Pool langfahren. Mit einem Pilz macht das natürlich viel mehr Sinn, aber es ist schon eine Wegverkürzerung, wenn man es mit dem Driften gut hinbekommt. Aber Driften ist, wie schon gesagt, mit einem Controller hier nicht ganz so einfach. Und hier gibt es gleich auch noch mal einen zweiten Geheimgang. Tisch. Man kann nämlich, hier bin ich ja eben einfach links vorbeigefahren, hier in dieses Loch rein. Das ist ungefähr gleich lang von der Länge her, also kein richtiger, richtig einfach nur eine doppelte Itembox. Und dann hier durch Luftdrucksystem durchfahren, wird rausgeboostet und landet wieder hier, wo man eben auch landen würde, wo man normal weiterfahren würde. Und das sind alle mir bekannten Geheimgänge auf dieser Strecke. Falls irgendwer das Spiel gespielt hat und noch andere kennt, kann er sie natürlich gerne in die Kommentare reinschreiben. So, am besten nicht gegen das scheiß Item-Teil da. Wir hatten das da hingeworfen. Da links gerade diese Itembox, diese rote. Ist auf jeden Fall sehr gut platziert. Kann man jetzt echt nicht meckern. Ich muss sagen, das Meer sieht ein bisschen behindert aus in dieser hohen Auflösung. Das sieht irgendwie so falsch aus. Das hätten sie ruhig in einer anderen Auflösung lassen können, obwohl das wahrscheinlich auch komisch ausgesehen hätte, wenn hier alles so HD-reich ist und der Rest es einfach nicht ist. Aber hier sieht man als Beispiel auch relativ gut an den Mini-Bildern links an der Seite. Die sind auch nicht wirklich so hochauflösend und halt rechts die Karte. Aber darüber kann man hinwegsehen. Weil wer konzentriert sich bitte schon während des Fahrens auf diese Scheiße? Wahrscheinlich jetzt eher, weil ich das gesagt habe, aber ist auch egal. Wir hätten dieses Rennen hier souverän, wie erwartet, halt als Erster. Wer hätte das gedacht? Und wir werden auch am Rande von einer weiteren Strecke, die wir in der nächsten Folge sehen werden, auch nochmal Daisy Stumper bestaunen können. Aber dazu dann mehr. Nehmen wir jetzt einfach mal hier, fahren wir jetzt einfach mal den letzten Kurs von dieser Strecke. Nämlich Waluigi's Arena. So, ich hoffe mal, ich bekomme hier gleich einen Pilz oder so. Das wäre schön. Dann kann ich euch hier nämlich rein theoretisch eine Abkürzung zeigen. Denn, okay, bekomme ich nicht. Denn statt hier rüber zu springen, ist es schneller, sich einfach an der Seite mit einem Pilz vorbei zu boosten. Das ist bei vielen diesen Teilen, wo man an der Seite vorbei kann, so. Denn diese Strecke besteht aus vielen von diesen Sprüngen. Hier links kann man sich auch mit einem Pilz, was ich jetzt halt auch hätte machen können, vorbei boosten. Aber ich behalte den Pilz, weil ich etwas versuchen möchte. Ich habe es noch nie geschafft, aber es funktioniert.
Ich werde es auch einfach in dieser Runde hier versuchen. Weil ich glaube, wenn ich erster bin in der... Okay, dann werde ich es halt nicht versuchen, weil mein Pilz weg ist. Normalerweise konnte man es nämlich hier im Pilz so hochfahren und sich hochboosten. Dann... Na, wie es weitergeht, das erkläre ich euch gleich. Hier könnte man mit dem Pilz wieder vorbei. Würde ich das Spiel denken, man ist jetzt von diesem Sprung hier, der jetzt kommt, abgestürzt und würde einen hier vorne absetzen. Vor diesem Sprung hier. Was einen relativ viel Zeit erkauft. Aber ich habe diesen Bug noch nicht hinbekommen. Ich habe ihn auch erst dreimal oder so probiert. Ich fahre wie die letzte Mülltonne auf dieser Erde. Japp, fahre ich echt. Und der rote Panzer, wieso ist er gerade daneben gegangen? Und wieso fahre ich dann auch noch in diese Banane rein? Das geht gerade echt irgendwie gar nicht. Ich glaube, dagegen sollte ich was noch tun. Ich habe eigentlich voll darauf spekuliert, dass ich gerade einen Pilz bekomme. Und deswegen bin ich da reingefahren. Bowser-Panzer! Dieser Wichser! Ich bin Vierter! Das kann doch wohl nicht wahr sein, dass ich Vierter bin. 50 CC! Das ist 50 CC! Das kann doch nicht sein. So, meine Special-Attacke, 3 rote. Und ein Bowser-Panzer, bitte nicht, bitte nicht. So, der ist jetzt erstmal ein bisschen genervt, der Rage-Quittet. Wenn er Rage-Quitten könnte, würde das jetzt tun. Wieso hat der Rote schon wieder nicht getroffen? So, diesen Sprung hier mal wieder. Und wie groß ist bitte schon der Abstand? Von Yoshi und Birdro. Alter! Die gehen mir gerade echt auf die Eier. Jetzt klauen sie mir das Auto und schubsen mich hier runter. Ich gewinne diese Strecke jetzt nicht, ich sag's euch, Leute. In 50 CC, ich meine, es liegt trotzdem am Controller. Aber es ist trotzdem, das geht trotzdem nicht klar, finde ich. So, hier. Der bekommt was noch verdient, ihr Wichser. Die bald jetzt erstmal Absicherung da, damit ich sie nach hinten werfen kann, falls ein Roter kommt. Da vorne sind Birdro und Dings. Hier ist ein Pilz, hier ist ein Pilz, hier ist ein Pilz. Und ich fahr vorbei. Okay, da vorne war ein Pilz. Ich hoffe mal, dass er einer von denen jetzt hier trifft. Oh, das war knapp. Und nein, ich werde echt Zweiter. Nein! So knapp am Ende noch. Fuck. Ich werde halt echt Zweiter bei 50 CCM. Gott, ist das peinlich. Aber es ist keine Ausrede, dass es am Controller liegt, weil der echt komische Sachen macht. Das sage ich auch in jeder Strecke. Ich wiederhole mich eigentlich in jeder Strecke. Die Siegerehrung werde ich jetzt nicht noch einmal komplett abspielen lassen, weil wir die in der ersten Folge schon gesehen haben. Und übrigens, schau, dass mein Controller nicht vibriert, während die Feuerwerke oder Pyro-Scheiße explodiert. Und schön, wie die alles gerade aufploppt. Ja, wir haben einen Goldpokal errungen. Mal gucken, was wir hier jetzt freischalten. Und wir schalten frei. Ah, das Kart von Daisy. Denn es gibt ja, wie ich schon gesagt habe, immer zwei Paare halt immer, die normalerweise zusammen gehören. Und halt der Hauptcharakter davon. Also bei Mario und Luigi ist es Mario. Und bei Luigi, bei Daisy und Peach ist es halt Peach. Was halt der wichtigere Charakter ist. Das ist halt das Kart, mit dem die normalerweise fahren. Und von den anderen, von den Zweitcharakteren, von den einzelnen Teams, sage ich jetzt mal, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, kann man die Karts erstmal nach und nach freischalten. Und das haben wir jetzt getan. Und das war's dann auch schon wieder von dieser Folge von Mario Kart Double Dash. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.